Hallo und herzlich willkommen bei The Elder Scrolls Online bei der Folge 5. Ja, wir waren in der vierten Folge, habe ich viel vorlesen müssen und wie gesagt, es tut mir halt nicht leid, weil ich lese nun mal alles vor. Und jetzt reden wir mit dieser jungen Dame, die wir ja mit ihr darüber sprechen sollten, über die vermissten Mitarbeiter auf diesem Schiff. Ja, also werden wir jetzt mal mit ihr sprechen und ich starte jetzt noch mal eben den Timer. Die Seewipern sind verrückt. Sie versuchen noch einen Orkan zu erschaffen. Noch ein Orkan? Was meint ihr damit? Sur, Wirkwild und ich haben nach einem Ersatz für das Steuerrad gesucht, als die Seewipern uns überfielen. Sie haben uns auf die Insel mit dem gestrandeten Flaggschiff des Dominions gebracht. Sie haben Dinge dort getrieben. Schreckliche Dinge. Was haben die Seewipern getan? Diese dreckigen Maorma haben meine Kameraden hochgeschleppt und an diese schlangenförmigen Statuen gebunden. Dann haben sie zu singen angefangen und wurden von Blitzen umzuckt. Genau dann begann sich der Sturm, um die Insel herum zusammenzubrauen. Die Seewipern haben den Sturm erzeugt? Ja, ich bin mir da sicher. Es war ein schrecklicher Anblick. Die Seewipern waren so mit ihrem Ritual beschäftigt, dass ich mich befreien konnte. Ich habe versucht, mir Sur zu schnappen, aber der Blitz hat ihn festgehalten. Dann hat einer der Seewipern an ihm gezerrt. Ich sah das Handgelenk des Maorma aufleuchten. Warum würde das Handgelenk einer Seewiper leuchten? Die Maorma trugen Magnetsteine um ihre Handgelenke. Damit konnten sie diese Blitzfesseln ignorieren. Aber ich konnte nichts mehr tun. Deshalb bin ich vom Schiff gesprungen und davongeschwommen. Bitte lasst nicht zu, dass sie meine Kameraden opfern. Genau. Bei der letzten Folge waren wir ja dabei, den Seewipern auf die Schliche zu kommen. Und ja, auf jeden Fall müssen wir mal wieder Leute retten. Und das werden wir jetzt auch tun, indem wir jetzt einfach mal dahin rennen. Aber vorher würde ich mir gerne die Himmelsscherbe holen. Zum Glück ist da jemand am Kämpfen, obwohl ich glaube, ich helfe ihm mal. So, ja, auf jeden Fall müssen wir hier wieder Leute retten und ja, und ich hoffe wirklich, dass wir diesen Sturm oder das hier darum wirklich aufhalten können, um auch, und auch das Ritual halt da ein Ende zu bringen. Aber nee, ich bin richtig. So. Und natürlich werde ich auch das Schiff gleich mir unter die Lupe nehmen. Die Seewipern haben den Verstand verloren. Ja, glaube ich dir. Ja, wie gesagt, wir werden auch gleich in das Schiff reingehen und da nach Rezepten zu suchen. Wenn ich hier jetzt mal... Hallo? Gerade... Ah. Die mich nicht töten. Naja, ihr bleibt heute mal am Leben. Aber beim nächsten Mal kann ich nichts garantieren. So. Und da sieht man halt wieder, dass es viele gibt, die so machtgierig sind und das auch ausnutzen wollen. Und ja,
Natürlich werden wir das verhindern. Das steht ja nicht zur Debatte. Aber ich glaube nicht, dass wir irgendwie etwas finden wie ein Rezept oder sonst irgendetwas, außer dass wir gerade angegriffen werden. Okay. Mal wieder habe ich zu spät die Attacke gedrückt, aber nicht schlimm. Ich bin ja eigentlich hier, um nach Rezepten zu suchen. Und ja, und der stand mir einfach im Weg. Ach, nehmen wir mal. Nee, der Rest brauchen wir nicht. Frag mich, wer hat hier gerade geschrien? Hier ist doch niemand. Naja, egal. Also, ja, hier gibt es halt nichts. Und ja, schade eigentlich. Ich habe mich halt doch gefreut, dass wir ein paar Rezepte oder Entwürfe finden könnten. Aber auf jeden Fall haben wir es geschafft, dass der Sturm aufhört. Oh, eine Truhe. Ah, okay, meine Frage, ob man die Dietriche für etwas anderes als die für die Türen zu braucht, wurde gerade so eben beantwortet. Da braucht ihr mir keine Kommentare zu geben, ob wir dafür ob die Dietriche halt für andere Sachen gut sind, außer jetzt für die Türen zu öffnen, weil die Frage habe ich mir gerade selber beantwortet, oder die Frage wurde mir gerade selber beantwortet, indem wir halt eine Truhe öffnen mussten mit den Dietrichen. Also wird es nicht nur für die Türen sein, sondern wirklich auch für die Truhen und nicht nur für die Türen. Entschuldigung, ich habe jetzt gerade wirklich zweimal Truhe gesagt. Und ja, wie gesagt, heute ist ein Tag, der richtig, in meinen Augen, richtig, also mein Tag ist heute richtig verhext, weil ich gleich gerade hektisch bin oder halt überlege, was ich noch machen müsste heute. Ja, wie gesagt, das weiß ich ja nicht. Oh, komm, perfekt. So. Das war ein Pfeil zu viel. So. Guck mal, ich bin mal gespannt, was hier in dieser Truhe drinne ist. Und ich hoffe mal, dass ich auch mehrere Truhen finde. Und natürlich war wieder klar, mein Inventar ist wieder voll. Ich muss echt nachher mal gucken, ob ich irgendwie verkaufen kann. Also ist gerade richtig schrecklich. Das ist ein Donnerkäfer, nein, bitte, lass mich in Ruhe. Dich wollte ich doch jetzt gerade nicht. So, mit wem müssen wir sprechen? Ja, ich schätze mal, ja, mit dem Kapitän wieder. Sur und Wirkwild sind zurückgekehrt, als die Himmel gerade aufklarten. Sie sind ein wenig feucht, aber sonst in Ordnung. Mein Lauerer sagt, dieser muss euch danken. Bevor ich das jetzt gerade mache, ich muss für meine Belohnung halt doch irgendwie was wegschmeißen, weil wieder mein Inventar so voll ist. Ich muss echt herausfinden, wie ich die Taschen erweitern kann.
Sur und Wirkwild sind zurückgekehrt, als die Himmel... Dann schließen wir die Reparaturen ab und verschwinden bei Flut von hier. Oh, und eure Freunde, die Seesoldaten, haben die Seewipern abgewehrt, während ihr meine Mannschaft gerettet habt. Sie sind immer an Bord willkommen, egal wie lange. Vielleicht sehen wir euch in Mistral wieder. Ihr werdet immer einen Platz auf der Vagabund haben. Dankeschön. Und ich bin Stufe 6 geworden. Und ich krieg ein... ich habe jetzt keine Ahnung was bekommen. Ja, ich müsste mir echt mal echt durchlesen, wie ich das am besten machen soll. Okay. Lass die Schlammkram nicht in den Frachtraum. Okay. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal eine Quest fertig und ich würde jetzt gerne mit euch hier hingehen. Außer hier. Hier gehe ich noch nicht hin, weil wir haben hier noch viel zu tun. Und da würde ich auch diesen Teil der Insel fertig machen, bevor wir hier in den Mistral gehen. Also mein Ziel ist es jetzt erstmal die Himmelscherbe und diese Sehenswürdigkeit aufdecken. Und wird schwimmen, aber mehr kann ich nicht versprechen. Ja, wir werden halt die dahin reiten und halt aufdecken. Und ich werde mal ein bisschen schneller reiten, was ich auch per Zufall halt herausgefunden habe. Aber nun gut. Okay, eine Harpie, da hat sie wohl... Oh, verdammt, hier sind ja viele. Hier ist jemand mit einer Quest. Und da will ich jetzt gerade mal gucken, wo ist der denn jetzt? Oh, verdammt. Ach. Brennt! Ich merke gerade, ich habe tatsächlich das im Bogen habe ich aus Versehen. Verdammt. Ja, ich sehe gerade, ich habe meinen Bogen nicht, sondern eher einen Stab. Das muss ich gerade mal echt ändern, weil das ist mir gerade nicht... So, jetzt habe ich wieder meinen Bogen. So, Notiz untersuchen. Ein junger Khajiit ist letzte Nacht ins Lager gekommen und meinte, er würde nach Hasak suchen. Wenn jemand fragt, wo ich bin, ich schleife diesen Narren gerade in Hazaks Loch. Er wird dem Chef vorgeführt, bevor sein Kopf und Körper getrennte Wege gehen. Weiterlesen. Wir haben Alt-Marie am Strand entdeckt. Falls ihr mich braucht, dann schickt einen Läufer hinter den Hügeln über Hasaks Loch. Geht außen herum zu den Docks beim Eingang. Die Notiz nehmen. Ja, und wir haben natürlich eine Quest gefunden. Und ich überlege gerade, ob es hier nicht doch noch eine andere gibt. Oh ja, und tatsächlich, es gibt sogar noch eine. Weil, wie gesagt, ich wollte eigentlich zu der Himmelscherbe, aber nun gut. Ich höre euren Schmerz. Ich tue, was ich kann. Okay, drehen wir mal. Die Windfängerplantage hängt vom großen Baum ab. Dennoch wird er vor meinen Augen krank. Unsere Schicksale sind wie die Blätter an seinen Ästen. Was stimmt nicht mit dem großen Baum? Seht ihr diesen seltsamen Gifthauch? Er hat sich nach dem Orkan wie eine Krankheit über den großen Baum gelegt.
Ich habe getan, was ich konnte. Doch ich befürchte, es war nicht genug. Gibt es etwas, das ich tun könnte? Es gibt eine Höhle direkt unter uns. Mhm. Ich habe einen Geist dorthin gerufen, um die Wurzeln des großen Baums zu heilen. Aber er ist nicht zurückgekommen. Würdet ihr nachschauen, was den Geist an seiner Rückkehr hindert? Und ihm helfen, wenn ihr könnt? Ja, klar. Ich werde dem Geist helfen, wenn ich kann. Ich kann die Frustration des Geistes spüren. Er will dem großen Baum helfen, aber etwas hält ihn ab. Wie kann ich dem Geist helfen? Der Geist ist alt und mächtig. Er trachtet danach, sich von Wurzel zu bewegen und dem Baum zu helfen, wo immer er nur kann. Aber er ist ein heilender Geist mit dieser einen Bestimmung. Er weiß nicht, wie man sich selbst verteidigt. Ist der Geist in Gefahr? Natürlich! Unsicher. Wenn dem so ist, muss der Geist vor jeglichem Schaden beschützt werden, während er die Wurzeln des großen Baums heilt. Er weiß, was zu tun ist. Warum ist der große Baum so wichtig? Der große Baum beschützt die Windfängerplantage vor den Winterwinden. Und in der Hitze des Sommers spendet er unserer Siedlung Schatten. Seine Geschichte ist mit der unseren verflochten. Aber wie unterscheidet er sich von den anderen Bäumen? Als die Windgöttin Kenati zum ersten Mal über die Himmel zog, wurde sie, den Legenden zufolge, müde und hat sich auf den Zweigen eines kleinen Schößlings ausgeruht, ehe sie ihre Reise wieder aufnahm. Dieser Schößling wurde zum großen Baum und gab der Windfängerplantage seinen Namen. Okay. Ja, auf jeden Fall werden wir aber erstmal die Himmelsscherbe... Oh, oh. Nein, nein, nein! Okay, ich habe überlebt. Ich habe tatsächlich überlebt. Oh, ein Wunder. Also ich sollte wirklich mal lernen, nicht wie überall runterzuspringen, weil es ist schon doch sehr, sehr tief. Und Pflege der Quama werde ich jetzt euch vorlesen. Ich weiß, es war bei der letzten Folge schon sehr viel zum Vorlesen. Und jetzt denkt ihr auch schon wieder ein Buch. Ja, es ist ein Buch. Ich habe gesagt, ich werde sehr viel vorlesen, die Bücher, die ich finde. Und von daher, ja, aber dafür sind aber auch die Videos oder die Folgen halt lange. Also wird es nicht, und ich hoffe auch nicht, wirklich langweilig. Pflege der Quama von Kiran Till. Obgleich die insektenähnlichen Kreaturen, die wir als Quama kennen, ursprünglich aus Morrowind stammen, sollte man sich nicht wundern, wenn man ihnen andernorts in Tamriel begegnet. Die Kreaturen wurden an vielen verschiedenen Orten der Welt gebracht, sowohl absichtlich als auch unabsichtlich. Beispielsweise halten die barbarischen Dunmer die Kreaturen in Eierminen, da sie sie als Delikatesse betrachten, absolut lecker, wie mir ein zahnloser alter Trunkenbold erzählte. Ich kann mir nicht vorstellen, was so alles als gutes Essen bei den Dunkelelfen zählt, wenn Insekteneier als lecker gelten. Aber vielleicht sind die Dunmer auf ihre eigene zurückgebliebene Art auf etwas gestoßen. Quama sind in der Tat hervorragende Bergarbeiter. Sie bevorzugen es, unter der Erde zu leben und schaffen dabei ausgefeilte Tunnelsysteme und Bauten. Die Kreaturen verzehren organische Bestandstoffe der Erde und scheinen dabei unverdauliche Mineralien wie Edelsteine, Gold und Eisen tatsächlich wieder auszuscheiden. Als Experiment transportiert das Altmeri-Dominion Quama-Eier in verschiedenen äußeren Territorien. Dort können kleine Quama-Minen errichtet werden. Die Quama können buddeln, so viel ihr Herz begehrt, sofern sie denn ein Herz haben. Und unsere Quama-Wärter können die Mineralien aus ihrem Dung ziehen.
deutlich effektiver als die Verwendung von gefangenen Argoniern. Immerhin sorgen die Käfer für ihre eigene Verpflegung. Es gibt verschiedene Arten von Quama und jede bedarf ganz eigener Behandlung. Krebs sind die Jungen der Quama und recht pflegeleicht. Sie sind gefräßig, aber leicht durch Nahrung zu beeinflussen. Wenn Krebs aus ihren großen Eiern schlüpfen, sind sie so groß wie ein Fuß eines großen Mannes. Schon bald sind sie auf die Größe eines großen Hundes angewachsen. Dann entwickeln sich der Skrip zu einer der anderen Arten, wenn er nicht stirbt. Quama-Späher erforschen die äußeren Bereiche der Mine und stöbern mitunter auch an der Oberfläche nach neuen Territorien. Quama-Wärter haben gelernt, wie man das Späher an mögliche Standorte neuer Mine und Weg von Siedlungen des Dominions steuern kann. Man muss wissen, wie die Quama beim Graben mitunter Krater an der Oberfläche erzeugen können. Ein Quama-Wärter muss es unbedingt erkennen, wenn ein Späher nicht beeinflusst werden kann, da der Späher dann beseitigt werden muss, bevor er zur Mine zurückkehrt. Arbeiter sind die nützlichsten der Quama und sie graben unermüdlich beim Ausbau ihrer Bauten und bei der Suche nach Futter. Ein Quama-Wärter kann Arbeiter mit einem Treibstock an bestimmte Orte treiben oder sie von ihnen fernhalten, aber das ist riskant. Arbeiter wehren sich und ein Aufstand in einer Quama-Mine ist ein grausames und gefährliches Spektakel. Einige Skrips werden zu Kriegern, obgleich einige ungebildete Seelen der Ansicht sind, dass man den Rest der Quama unterjochen kann, indem man die Krieger tötet. Ist diese Expertin hier anderer Meinung? Wenn man die Krieger tötet, entwickeln sich mehr Skrips zu Beschützern der Mine. Und bald schon ist alles voll von diesen gewalttätigen Kreaturen. Hinzu kommt, dass das Krieger niedere Quama befehligen können, was bedeuten würde, dass ein Aufstand beinahe sicher wäre. Wenn ein Krieger getötet werden muss, dann tötet ihn schnell und außer Sichtweite der anderen Quama. Anschließend zur Quama-Königin. Sie ist eine gewaltige, aufgedunsene Kreatur, die sich kaum bewegen kann und nur sehr selten vorkommt. Nicht in jedem Stock gibt es eine Königin. Viele Stöcke sind nur Ableger, größere Stöcke, aber alle Eier werden von einer Quama-Königin gelegt. Man sollte schleunigst den Rückzug antreten, wenn man eine Quama-Königin begegnet. Sie sind keine angenehmen Kreaturen und können nicht beeinflusst werden. Wenn ein Quama der Meinung ist, einen Eindringling bemerkt zu haben, wirft er sich auf diesen, um seine korpulente Königin zu beschützen. Okay, ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, was hier ist oder was uns in dieser Höhle erwartet. Ich glaube, es sind in dieser Höhle diese Quama und ja. Und wie gesagt, wir werden jetzt auf jeden Fall der Sache auf die Spur gehen. Und natürlich heißt es mal wieder Detektivarbeit und wir reden mit Narve. Und ich muss mal eine ganz kleine Pause machen. Ich bin gleich wieder da.
da bin ich wieder. Oh. Einmal Waffe wegstecken. Ich war mehr als 10 Jahre Quarma-Meister. Ich scheue mich nicht zuzugeben, wenn ich bis zum Hals in der Scheiße stecke und könnte gut eine Hand gebrauchen, um wieder rauszukommen. Wo liegt denn das Problem? Habt ihr schon mal versucht, ein Schiff durch einen Orkan zu lotsen, während eure ganze Ladung Quarma-Eier anfängt zu schlüpfen und durchdreht? Ich schon. Ich kann es nicht empfehlen. Nach unserem Schiffbruch sind sie schnurstracks zu dieser Höhle. Ich bin ihnen hinterher, aber sie sind etwas verstört. Verstört? Was meint ihr mit verstört? Nach dem Schlüpfen sind sie immer etwas mürrisch, aber diese Quarma sind richtig ungesellig. Ich wollte sie daran hindern, an diesen riesigen Wurzeln zu nagen. Da hatten sie etwas dagegen. Auf dem Weg hinaus stieß ich dann mit so einem hübschen Baum zusammen. Ich dachte schon, es wäre aus mit mir, aber er ist weitergegangen. Das muss der Geist sein, der versucht, die Wurzeln zu heilen. Die Quarma hat das nicht weiter gestört. Ich habe sie daran herumkauen gehört, genau wie an diesen Wurzeln. Die Kleinen scheinen davor Angst zu haben. Falls er dem hübschen Baumstamm bei dem helfen könnte, was auch immer er tun muss, dann wette ich, dass sie wieder hierher zurückkommen. Und die Großen? Wenn sie nicht mehr diese riesigen Wurzeln fressen würden, würden sie vielleicht wieder zahmer. Aber ich nehme es euch nicht übel, wenn ihr ein paar von ihnen töten müsst, um den Rest zu retten. Seid bloß vorsichtig, ja? Nichts ist wilder als ein verrückter Quarma. Nicht einmal meine Schwägerin. Okay, wie redest du denn über deine Schwägerin? Meine Güte, du musst ja wirklich so ein richtiger Hausdrache sein. Ja, und wir sehen gerade den Baum, der versucht, die Wurzeln zu heilen. Wir werden sie natürlich beschützen, falls es hier irgendwie... Na okay, es gibt halt doch keiner, den wir doch... So, den haben wir jetzt auch mal erledigt und natürlich beschützen wir gerade immer noch den Baum oder den Geist. Beziehungsweise Naturgeist. Da ich jetzt nicht weiß, wo will die hin? Ich glaube, die will hier hin und da sind 2 Stück. Ich hoffe, ich kriege das wirklich so hin. Oder auch nicht. Natürlich kriege ich es nicht hin. Irgendwie. Okay, ich habe es doch hinbekommen. Aber wo läuft jetzt mein Baum hin? Da. Okay. So, wir haben natürlich die Quest gerade abgeschlossen und... Müssen wir sie jetzt weiter beschützen? Nein, wir können direkt schon weitergehen und die Quest auch abgeben. Und hier sind auch gerade sehr viele andere Spieler dabei oder auch an dieser Quest gerade. Und natürlich reden wir jetzt mit der Weberin. Reiset Öffre, der Gifthauch hat sich gelüftet. Ich spüre, wie ein neues Kapitel für den großen Baum beginnt. Obwohl die Kreaturen sich an seinen Wurzeln satt gefressen haben, war das nur ein vorübergehender Instinkt. Man kann ihnen beibringen, den großen Baum zu stärken. Seid ihr sicher, dass die Quarma dem großen Baum nicht schaden werden? Die Quarma werden bald lernen, die Höhle als ihr Nest und den Geist als ihre Königin anzusehen. Gemeinsam werden sie die Höhle vor allen Eindringlingen beschützen, die dem großen Baum schaden wollen.
Eine neue Geschichte kann jedes Geschöpf verängstigen, bis es seine Rolle in ihr verstanden hat. Okay. Oh nein, nicht wirklich. Also, ich habe echt Probleme da gerade. Echt. Oh, nee. Also, ganz ehrlich, ich werde gucken, dass ich zu einem Händler komme. Irgendwie. Keine Ahnung. Ja, also wir müssen uns... Das müssen wir jetzt uns nicht nochmal anhören, weil das wäre ja schwachsinnig, wenn wir uns die Gespräche halt doppelt und dreifach anhören müssten. Und daher, ja, habe ich jetzt einfach mal weitergemacht. Ich muss wirklich gucken, dass ich wirklich, ja, auf jeden Fall, dass ich halt irgendwie einen Verkäufer finde, wo ich dem mein Zeug hier alles abgeben kann. Aber bis jetzt habe ich noch nichts gefunden auf meinem Weg und ich werde gerade wirklich angegriffen und ich weiß gerade nicht, wo müsste ich denn eigentlich... Oh, nein. Ich muss dahin. Okay, wisst ihr was? Ich werde mich jetzt im Port teleportieren, weil ich möchte nicht von hier nach hier zurücklaufen. Das wäre ja größtenteils wirklich noch schwachsinniger, als es so schon ist. Und daher werde ich jetzt einfach mal den Port benutzen. Und gut ist. So, da sind wir wieder. Wir haben uns jetzt zum Wegschrein teleportiert. Und ich gucke jetzt gerade, ob es hier jemanden gibt, den ich meinen Krimskrams hier abgeben kann. Falls es das überhaupt hier gibt, aber ich glaube wohl eher... Wir haben einen guten Blick über diese Insel. Ja, ja. Ich will jetzt eigentlich jemanden haben, den ich meinen ganzen Mist hier einmal verkaufen könnte. Waffen. Frisch vom Festland importiert. Ui, zum Glück. Also wirklich, ich bin gerade einmal reparieren. Ich bin gerade froh, dass ich wirklich jemanden gerade gefunden habe, den ich mal mein Inventar einfach mal einfach mal in die also abgeben kann. Also die Sachen halt im Inventar. Halt mal. Ja, und wie gesagt, ich frage mich wirklich immer noch, warum ich hierfür kein Gold hier kriege. Bis jetzt weiß ich es immer noch nicht. Und es wäre schön, wenn ihr mir mal darüber wirklich eine Antwort geben könntet, warum das so ist. Ja, das war's. Einige dieser Waffen kommen mir bekannt vor. So, auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal zum nächsten Folianten gehen, weil das müssen wir ja auch noch hier erledigt haben, weil wir sollen ja 3 Bücher auch noch finden und 2 davon haben wir ja gerade gefunden und ich höre gar nichts, also ich dachte irgendwas mit Stimmen, aber okay, naja. Vielleicht hat sie... Wissen ist Macht. Mhm. Ja, das stimmt schon. Also, Lesen bildet, klar. Aber um welchen Preis? Also, ja, warum ich jetzt noch nicht zur Story gehe, ist, weil ich hier noch Aufgaben habe und ich würde die gerne erstmal soweit fertig haben, bevor ich mich zu der Story hinwende und da dann halt weitermache, weil es ist doch für mich viel angenehmer, wenn ich alles fertig habe. Oh oh. Und ich bleib natürlich irgendwie auf mysteriöser Weise. Auf mysteriöser Weise stehen. Nein, aber wie gesagt, ich möchte gern erstmal das alles hier fertig haben, bevor ich mich wirklich... Verdammt, was war... Dieser...
Okay, ist abgehauen. Naja, okay, kann man nichts machen. Okay, das Tagebuch von Bravam Lythandas. Zwölfte Erstsaat. Die Experimente machen weiterhin Fortschritte. Ich habe dem Geist der Versuchs... Moment. Die Experimente machen weiterhin Fortschritte. Ich habe dem Geist der Versuchsperson mehrere fortwährende Illusionen auferlegt, obwohl sie noch immer das Amulett tragen muss. Es war kein Problem, den Mann davon zu überzeugen, dass seine Seele an das Amulett gebunden ist und er auf der Stelle sterben würde, wenn er es abnehme. Das ist doch echt, das ist echt grausam. Also wer tut denn sowas? Naja, egal. Noch habe ich nicht die vollständige Kontrolle über die Illusionen. Als ich versucht habe, ihn davon zu überzeugen, dass der Schuppen aus Stein und nicht aus Holz besteht, war er sich stattdessen sicher, dass er aus Zuckerbrot bestand. Und ich musste ihn am Versuch hindern, davon abzubeißen. Die Veranlagung der Personen haben noch immer ihren unerwünschten Einfluss. 17. Zweitsaat. Endlich. Ich habe zwei Probleme, die meine Arbeit andauernd behindert haben, mit einer eleganten Lösung beseitigt. Mit der exakten Kombination von Beherrschungszaubern, die ich erschaffen habe, kann ich nun die Halluzinationen steuern. Und das dauerhaft, ohne auf kostspielige Verzauberungen zurückgreifen zu müssen. Dieser Erfolg kommt gerade rechtzeitig, da die Versuchsperson vor kurzem andeutete, dass das Entfernen des Amuletts vielleicht den aktuellen Stadien des Experiments vorzuziehen sei. Jetzt kann ich mit der Suche nach zusätzlichen Versuchspersonen beginnen. 5. Mitteljahr. Die drei, die in meinem Keller hausen, sind davon überzeugt, dass sie in einem Palast leben. Sie benehmen sich immer mehr wie Adlige und das aus eigenen Stücken heraus. Ich habe in keiner Weise versucht, ihre Selbstwahrnehmung zu verändern. Diese gemeinsame Illusion hält jetzt schon 2 Wochen lang an und scheint auch unter genauer Beobachtung nicht zu zerbrechen, wie es die anderen getan haben. Ich zögere noch immer, mich selbst schon diesen Illusionen hinzugeben, obgleich ich ja mir ziemlich sicher bin, dass ich mich daraus befreien könnte. Meine Versuche zeigten keine der Verzerrungen der örtlichen Realität, die zu beobachten ich erhofft hatte. Vielleicht brauche ich noch mehr Versuchspersonen. 10. Sonnenhöhe. Heute konnte ich eine weitere interessante Entwicklung beobachten. Ich legte nur einer der Versuchspersonen die Vorstellung nahe, dass ein Werwolf durch den Palast wütete und achtete dabei darauf, dass keine der anderen Personen uns hören konnte. Als ich ihn zurückgebracht hatte und er erwachte, war es nicht er, der den Werwolf als erster entdeckte, sondern eine andere Versuchsperson. Jeder schien die Bestie zu sehen. Ich muss hierzu weitere Versuche durchführen. Wird die Illusion Realität oder habe ich sie versehentlich auf irgendeine Weise miteinander verbunden? Könnte die unwahre Welt langsam in die unsere herübersickern? Wie aufregend. 23. Sonnenhöhe. Ich verliere die Kontrolle. Es ist fast, als würde sich eine außenstehende Macht einmischen. Ich spüre eine seltsame Unterströmung in den Zaubern, die ich gewirkt habe, einen Widerstand in den Gedanken der Versuchspersonen. Sie werden immer weniger verständlich und es wird immer schwieriger, mit ihnen zu arbeiten.
Einer sitzt in der Ecke und schaukelt vor sich vor und zurück, während er Gebete ausgerechnet an die Bella murmelt. Ein anderer hat sich grausige Verwundungen zugezogen und muss entfernt werden. Bisher habe ich mir keine Sorgen um ihre geistige Gesundheit gemacht. Was könnte das nur verursachen? Zweite Herbstsaat. Zu meiner großen Überraschung war der Keller heute Morgen vollständig leer. Die einfachen Möbel, die Vorräte und noch mehr. Die Versuchspersonen waren verschwunden. Die Wände, die Decke und der Boden sind jetzt vollständig mit einem Gemälde bedeckt, das die große Halle eines Palast darstellt. Die Versuchspersonen sind nirgendwo zu sehen. Und am seltsamsten sind die Farbtöpfe und der einzelne Pinsel, die ich in der Ecke gefunden habe. Hier sind eindeutig Betrügerei und Manipulation im Spiel. Ich muss mir das genauer ansehen. Er hat ja versucht, andere Menschen zu manipulieren. Endlich! So wird dieses legendäre Gebüsch finden. Nur für irgendwelche anderen, Was? Was ist da? Nein, bitte! Dieser schaut nicht mehr hin. Nur um andere, also er hat andere, Leute als Versuchspersonen benutzt und wundert sich, warum. Okay, ich muss gleich dahin. Ja. Nein, ich mach jetzt hier weiter. Habt ihr Kari gesehen? Er ist verschwunden. Wer ist Kari? Der Sohn von Solana. Als sein Vater dem Skoma erlag, hat Kari geschworen, sich an den verantwortlichen Schmugglern zu rächen. Diese hat versucht, ihn aufzuhalten, ganz alleine loszugehen, aber Kari wollte nicht hören. Ich habe eine Notiz über einen jungen Khajiit gefunden, der in Hasaks Loch gebracht wurde. Ja, das ist Kari. Bitte, ihr müsst ihn finden. Er ist alles, was Solana noch bleibt. Wieso redet sie in der dritten Person? Also, das weiß ich nicht. Ich werde euren Sohn finden. Solana hat in Mistral viele Dinge gehört. Hasak führt die Skoma-Händler in einer Höhle in der Nähe an. Der Eingang ist am Strand gegenüber des Katzenaugenkais. Wer ist Hasak? Ein übler Skoma-Händler. Hasak zerstört mit seinem Dreck ganze Familien und zieht große Krieger in den Schmutz. Erzählt mir mehr von eurem Sohn. Kari hat noch nicht gelernt, dass Furcht und Hass das Urteilsvermögen beeinträchtigen. Solana sagte ihm, dass es töricht wäre, auf Rache zu sinnen. Aber er ist ein Junge und die haben bekanntlich wichtigere Dinge zu tun, als auf ihre Mütter zu hören. Ja, wir wissen, was Koma ist, aber ich werde jetzt trotzdem nochmal nachfragen. Vielleicht finden wir dann noch eine weitere Antwort oder Hinweis. Ja, eigentlich Antwort. Was ist Skoma? Skoma wird aus Mondzucker destilliert, der für uns, die wir die Monde und die Sterne anbeten, heilig ist. Aber die, die Skoma nur zum Vergnügen verwenden, werden schnell zu Sklaven seiner Visionen. Abschaum wie Hasak verdienen an dieser Sucht. Was ist eurem Mann zugestoßen? Er hat sich bei einem schlimmen Unfall den Rücken ruiniert. Er nahm Skoma, um die Schmerzen zu lindern. Und es hielt ihn aufrecht, machte ihn aber auch zu seinem Sklaven. Nach Jahren des Missbrauchs ist er zu einer leeren Hülle verfallen, zu einem fahlen Abbild seiner selbst. Okay, wir werden jetzt wirklich den einzigen Sohn retten. Und bevor wir dann doch die Hauptstory machen, ich weiß nicht, ob das noch in dieser Folge ist, würde ich noch eben die eine Quest hier noch hier machen, bevor wir hier hinkommen. Weil wir sind ja jetzt schon mal da und dann können wir auch direkt da auch weitermachen, weil es wäre ja auch blöd, wenn wir einfach jetzt wirklich eine
Art Weltreise machen bis zum anderen Ende der Insel. Und daher, werde ich jetzt einfach erstmal die Quest hier zu Ende machen, bevor ich mir wirklich mich zu der anderen Quest begebe. Ja, und wir nehmen uns mal wieder ein Bad, natürlich. Ja, aber sauber, man muss halt, Körperpflege ist halt wichtig und da ist es auch nicht. Also ich möchte einen Charakter, der sauber ist und auf Hygiene achtet, als dass er stinkt. Oh. Natürlich treffe ich mich selber mit Pfeilen, aber mein Glück ist, dass ich keinen Schaden nehme. Oh, verdammt. Weil wäre schon doof, wenn ich auch noch zusätzlich Schaden bekomme, nur weil ich mich in meine eigene AOE, nein, du sollst dich nicht setzen, in meine eigene AOE hier gerade stehe und zum Glück. Oh. Und natürlich achte ich mal wieder nicht auf die Gegner und renne wirklich blindlings rein. Zu spät. Ja, ich renne halt wirklich hier blindlings rein und guck hier halt nicht wirklich, ob hier irgendwelche Gegner noch sind. Und daher... Ja. Bolgas Buch der Inselbestien. Haben wir das nicht schon? Ja, das haben wir. Also das lese ich jetzt nicht vor. Ich müsste auch mal langsam mir eine Liste machen, welche Bücher wir schon gelesen, die ich euch vorgelesen habe, welche Bücher und welche Bücher halt nicht, weil sonst lese ich alles doppelt und dreifach vor und das ist auch nicht Sinn. Hinfort, Banditin! Dieser wird niemals mit Hazak zusammenarbeiten. Ich bin keine Banditin. Eure Mutter hat mich gebeten, euch zu retten. Mutter hat euch geschickt? Es ist gut, dass sie mich hier nicht so sieht, verschnürt wie einen Festtagsbraten. Die Banditen waren eine größere Herausforderung, als ich erwartet hätte. Mhm. Sie hätte ja schon ein paar töten können, als sie die Höhlen ausgespäht hat. Aber nein, ständig muss sie mich auf die Probe stellen. Ja, ist aber auch besser so. Was meint ihr damit, als sie die Höhlen ausgespäht hat? Ihr dachtet, sie wäre nur eine arme, jammernde Witwe. Ha, Mutter ist nicht das, wonach sie aussieht. Mhm. Sie hat mich ermahnt, erst einmal abzuwarten und alles genau zu beobachten, ehe ich mich Hazaks Loch nähere. Ich habe noch viel zu lernen. Oh ja, das hast du. Sag mir, was hier vor sich geht. Ich habe versucht, im Gedenken an meinen Vater Vergeltung zu üben, aber ich wurde dabei von Banditen gefangen. Mutter sah, wie ich gefangen wurde und hat euch zur Unterstützung hierher geschickt. Als nächstes macht ihr mich los und wir töten Hazak für seine Verbrechen. Ganz einfach, seht ihr? Ich bin hier, um euch zu befreien und nicht um Hazak zu töten. Und wenn ihr mich dann befreit, werde ich alleine gegen Hazak kämpfen und wahrscheinlich dabei sterben. Hazak wird noch mehr Familien mit Skoma vergiften. Dann schwört der nächste Rache, wird von Banditen gefangen und wartet in dieser Höhle auf seinen Tod. Oder wir töten Hazak. Immer noch alles ganz einfach, ja? Okay. Wenn er das alleine macht und er getötet wird, ist sinnlos. In Ordnung, ich helfe euch, Hazak zu töten. Gut, nun löst meine Fesseln, damit wir nach dem Schlüssel zum Versteck von Hazak suchen können. Ein Hieb, ein Schlag, ein Stich und fertig. Mhm. Wieso werde ich das Gefühl nicht los, dass du gar nicht hilfst? Aber okay, ich werde euch losbinden. Und wir haben hier auch noch weitere Spieler. Ich kann es kaum glauben. Ich bin frei. Oh!
Natürlich ist es nicht so, wie ich es mir gerade vorgestellt habe. Ja, und er macht natürlich gar nichts. Also, er greift nicht an, nichts. Einfach nur, weiß ich nicht, er sollte wirklich mehr üben und nicht, nur ich mach sie alle fertig und bla 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 und jetzt und hier und da und bra und hinfort. Ihr habt nicht den Willen dazu, aber ich. Okay, er hilft. Ja, ich habe sogar richtig gezielt. Okay. Ein Augenblick, die Mutter das aufnehmen wird. Wir haben ein Bücherregal gefunden. Prinz Aidens Bericht. Schlachtenvogt Laelve. Gerade haben mich furchtbare Neuigkeiten von einem Vorreiter einer unserer Sammelpatrouille erreicht. Während einer Routinepatrouille an den Grenzen zu Glenumbra entdeckte die Patrouille eine Gruppe Dedran Beta, die sich anscheinend heimlich in der Gegend niedergelassen hatten. Wenig überraschend wird der Kult von niederen Völkern genährt. Allerdings haben sie sich als ernsthafte Bedrohung unserer Autorität erwiesen, indem sie mit dedrischen Kreaturen voll überflügelnder Macht in Verbindung stehen. Die Kultisten haben verdorbene Dedra heraufbeschwört und die ahnungslose Patrouille in einem Hinterhalt gelockt. Alle bis auf einen wurden getötet. Schnelle und entschiedene Antwort muss auf solch gefährliche Elemente in unseren Landen erfolgen. Ihr müsst sofort die ganze Kraft eurer Kampftruppen in der Königswache aufnehmen und nach Nordwesten durch die Berge in die Grenzregion reisen. Dort müsst ihr den Verschlag dieser abscheulichen Verräter finden, sie ausräuchern und bis aufs Letzte zerstören. Ich sende diese Nachricht in den Händen des Vorreiters, der dem mörderischen Angriff der Dedra entkommen ist, damit er euch und eure Truppen zu dem Ort bringen kann, wo man diese mörderischen Kreaturen zuerst angetroffen hat. Möge Auriel euch lenken. Prinz Aiden Direni. Ja. Wir müssen mit ihr kurz reden. Bitte, ich brauche eure Hilfe. Das Leben meines Meisters ist in Gefahr. Was ist geschehen? Ich bin Teil einer Expedition vom Adlerstrand. Als wir den Tempel der trauernden Quellen erkundeten, haben sich die Toten erhoben. Die anderen sind geflohen, aber mein Meister ist nicht herausgekommen. Aurelion hat mich gelehrt, wann man um Hilfe bitten sollte. Also tue ich das nun. Was soll ich tun? Zwei magische Schutzzauber versiegeln den Tempel. Einer ist mit dem Zeichen eines Skorpions versehen, der andere mit dem einer Spinne. Wenn ihr die Untoten fernhaltet, während ich die Schutzzauber breche, können wir gemeinsam nach Aurelion suchen. Wie wäre es damit? In Ordnung. Ich werde euch helfen, die Schutzzauber zu brechen. Eigentlich ist das irgendwie gerade kein Grund zur Sorge. Eigentlich, ich weiß nicht, ich bin woanders. Was macht ihr hier? Naja, egal. Wir lesen jetzt kein Grund zur Sorge. Ha. Entschuldigt die Verfehlungen. Unser Lieferant hatte Verdacht geschöpft. Macht euch keine zu großen Sorgen. Die entsprechenden Münder werden gefüttert. Wir haben euren verirrten Vogel wieder eingefangen. Der Sturm hat seinem Bauch übel mitgespielt, aber wir glauben, dass er gerettet werden kann. Wenn er bis zu den nächsten Vollmonden nicht bei euch ist, sind wir aufgeflogen
und sollten nicht weiter miteinander kommunizieren. Er. Okay, hier ist noch ein Bücherregal. Zauberei ist nicht gleich Nekromantie. Von Divide 4. Ein Magier überlegener Macht und Bildung, wie ich es bin, kann in beinahe alle Winkel des weiten Tamriels gerufen werden, um dort seine Fähigkeiten einzusetzen. Also bin ich für ein Kind Morrowinds schon weit herumgekommen. Daher kann ich euch mit der Autorität persönlicher Erfahrung berichten. Das engstimmige lokale Amtleute, ganz gleich aus welchem Volk und aus welcher Kultur sie stammen, durch die Bank argwöhnisch und schlecht informiert sind. Ein Zauberer war es, sagen sie. Nun, denkt nicht mal dran. Ihr habt nicht den Willen dazu, aber ich, Welpe. Nun, denkt nicht mal dran, hier in diesem Bezirk Tote zum Leben zu erwecken. Das werde ich nicht dulden. Verstehen wir uns? Ich kann euch gar nicht sagen, wie oft ich schon solche Gespräche ertragen musste. Diese ignoranten und selbstverliebten Funktionäre haben nicht den Hauch einer Ahnung von den Unterscheidungen innerhalb der magischen Künste. Für sie wartet jeder, der sich in Magica um uns herum bedient, nur darauf, dass es endlich Mitternacht ist und er sich zum Friedhof schleichen kann, um die Leichen ihrer Nachbarn und Ahnen zu einem untoten Leben zu erwecken. Schwachköpfe, Idioten, Bürokraten. Natürlich ist es wahr, dass die Beschwörung ein häufig verwendetes Werkzeug der Zauberei ist und wir Zauberer oft Hilfe aus dem Reich des Vergessens herbeirufen, wenn ein Problem sich am besten durch die wohldurchdachte Anwendung roher Gewalt lösen lässt. Es ist außerdem wahr, dass es eine Unterkategorie der Kunst der Beschwörung ist, vedrische Geister zu beschwören, damit diese von Leichen Besitz ergreifen oder sie beleben oder die Seelen der Toten zu rufen, um ihnen Fragen zu stellen oder sonstige Dienste abzufordern, auch wenn dieser Zauber zwangsläufig geschmacklos und erniedrigend sind. Allerdings anhand dieser Fakten darauf zu schließen, dass es sich bei jedem Zauberer automatisch um einen Nekromanten handelt, ist falsch, missverständlich und verleugnerisch. Davon abgesehen waren wir alle einmal jung und es gehört eben zur Jugend, dass man mit gefährlichen und verbotenen Dingen experimentiert. Es ist lange her, dass ich ein Knabe in Tel Arun war und ich erinnere mich kaum noch an den Beginn der ersten Ära, aber es läge im Bereich des Möglichen, dass ich als Lehrling vielleicht einen oder zwei dieser Zauber ausprobiert habe. Natürlich nie an Leichen, die ich kannte oder zumindest gut kannte und nie für lange Zeit, soweit ich mich erinnern kann. Wie dem auch sei, ich weiß, wovon ich spreche, wenn ich euch sage, Zauberei und Nekromantie, es gibt einen Unterschied. Ja, okay, und hier war noch ein Spieler, der diese Quest machen musste und ich will gerade gucken, ob ich hier was plündern kann. Aber leider ist hier alles leer und wurde schon vorher von anderen geplündert, was eigentlich richtig blöd gerade ist, aber egal. Ja, ich schwimme jetzt einfach mal zurück und werde die eine Quest abgeben. Und ich sehe auch schon an meinem Timer, dass es auch gleich Zeit ist, sich zu verabschieden. Und ja. Aber noch ist es nicht so weit, also kann ich jetzt hier noch eben die Quest abgeben. Und dann werde ich mich dann für heute verabschieden und euch dann und mit euch Zulana ansprechen. Was habt ihr getan? Kari und ich haben Hasak getötet.
Dann habt ihr geschafft, was ich nicht konnte. Mein Mann ruht nun bei den Ahnen, frei von dem Skoma, dessen Sklave er geworden war. Hasak war euer Mann? Kari hat seinen eigenen Vater getötet? Als Hasak das Skoma leidenschaftlicher in die Arme schloss als mich, habe ich ihm jede Möglichkeit gegeben, seine Freiheit zurückzuerlangen. Aber Skoma-Händler sind Sklavenhändler des Geistes. Als Hasak ein Geschäft aus seiner Sucht machte, gab es kein Zurück mehr. Wie habt ihr all diese Schmuggler getötet? Ich habe sie erst mit Giftpfeilen gelähmt und dann mit einer Klinge erledigt. Ich habe zu jedem von ihnen gesprochen, ehe ich ihm die Kehle mit einem Sichelmund zierte. Diese klauenlosen, glattrasierten hatten es dafür, dass sie Karis Vater in ihre schmutzigen Geschäfte hineingezogen haben, nicht anders verdient. Warum habt ihr nicht geholfen, Hasak zu töten? Ich habe die Inbrunst der Monde in euch bemerkt und euch ausgesandt, um Kari zu helfen. Das ist auch Hilfe, ja? Aber ich würde gerne wissen, wie mein Sohn sich gegen Hasak geschlagen hat. Hat er tapfer gekämpft, wie er es gelehrt wurde? Okay, also ja, er hat gekämpft, aber naja, es wäre schön, wenn du ihm mal Waffen geben würdest. Dann wären wir eigentlich auch viel, viel schneller fertig geworden. Okay, wir bleiben bei der Wahrheit. Harry hat gut gekämpft. Wir haben Hasak gemeinsam besiegt. Ist ja auch so gewesen. Dann lernt Kari, sich Verbündete zu suchen, anstatt auf eigene Faust loszuziehen. Er zeigt mir, dass er bereit ist. Mit etwas Zeit und Übung wird er seinen Ahnen Ehre machen. Wer seid ihr beide genau? Wer seid ihr beide? Okay, aber irgendwie... Ja? Wer seid ihr? Azir Trajijazeri. Wir nehmen mit Gewalt, was uns zusteht. Mhm. Beim Tanz der zwei Monde studieren wir den schmalen Grat zwischen Gerechtigkeit und Rache. Wir schulen uns darin, stets den Unterschied zu erkennen. Genießt euer Leben, Wanderin. Man weiß nie, wann einem die man liebt, aus den Händen gleiten. Aber ich krieg eine neue Robe. Schön. Und natürlich bin ich Level 7 geworden. Ihr habt getan, wozu Mutter nicht in der Lage war. Und wir kriegen rasche Goldküsten Überlebenselixier. Ihr habt euch unseres Namens als würdig erwiesen. Das steht ihr. Ja, Mutter, ich werde unter den zwei Monden tanzen, wie ihr mich gelehrt habt. So, da gucken wir aber später mal. Und ich würde gerne jetzt meine neue Ausrüstung anlegen, weil ich... Yay! So, weil ich halt einfach eine andere und eine alte hatte. So, wie gesagt, ich verabschiede mich für heute und... Wir werden nächstes Mal uns den Aussichtspunkt holen. Wir werden die Folianten zerstören. Und dann werden wir Gedwins Lehrer befreien. Aber das kommt alles zur nächsten Folge. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr und kommt gut ins neue Jahr rein. Und ich hoffe, dass eure ganzen Wünsche, die ihr auf dem Herzen habt, in Erfüllung geht. Dass ihr gesund seid, dass ihr erfolgreich seid und auch, dass ihr eure ganzen Ziele, die ihr euch gesetzt habt, dass ihr das wirklich erreichen könnt und dass wirklich das nächste Jahr wirklich ein besseres Jahr für euch ist. Auch für mich wünsche ich das mir. Und wie gesagt, ich verabschiede mich für heute und wir sehen uns bei der 6. Folge, wenn es wieder heißt The Elder Scrolls Online. Und lasst mir doch ein Abo und ein Däumchen nach oben da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und ja, und ich wäre auch am Überlegen, dass ich noch ein zweites Projekt aufmache. Oder machen werde, aber da muss ich gucken, wie ich das mit der Zeit mache. Im Moment bleibt es nur bei The Elder Scrolls Online und ja, wie gesagt, ich überlege noch ein zweites Projekt zu starten, aber das werde ich dann erst sehen,
wie das mit meiner Zeit halt ist. Und ja, ich verabschiede mich jetzt mal und bevor ich zu lange rede, auf Wiedersehen.